dir und der Fahrbahn. Wenn da irgendwas nicht stimmt, dann ist alles scheiße. Ja, du kannst fahren ohne Bremsen, du kannst fahren ohne Motor, bergab. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige dir heute wieder 30 originale Prüfungsfragen aus deiner theoretischen Führerscheinprüfung. In deiner Prüfung hast du 45 Minuten Zeit, du darfst maximal 10 Fehlerpunkte haben. Jede Frage kann zwischen 2 und 5 Fehlerpunkten geben. Hast du genau 5? Hast du die Prüfung gerade noch so bestanden, aber wenn du 2 Fragen falsch hast, die jeweils 5 Fehlerpunkte geben, dann gilt die Prüfung auch schon als nicht bestanden. Das wäre zum Beispiel eine Vorfahrtsfrage wie diese hier. Welches Verhalten ist richtig? Ich darf durchfahren. Ich muss den roten PKW durchfahren lassen. Ja, wir sind auf einer abknickenden Vorfahrtsstraße. Wo wollen wir hin? Wo kommen wir her? Das sind die zwei Fragen, die wir uns immer stellen müssen. Wir kommen von der Vorfahrtsstraße und wir bleiben auf der Vorfahrtsstraße. Also haben wir richtig. Ich darf durchfahren. Mit welchem Verhalten muss bei Personen am Fußgängerüberweg gerechnet werden? Sie kehren manchmal auf halbem Wege um. Sie betreten unerwartet die Fahrbahn. Sie blicken weder nach links noch nach rechts. Ja, also Fußgänger, wissen wir ja schon, sind wie scheue Rehe und die handeln genauso wie die Tiere auch. Sie rennen manchmal auf die Straße, dann drehen sie sich wieder um und sie wissen nicht ein noch aus. So, ein Video gibt 4 Fehlerpunkte. Wir sind auf einer Vorfahrtsstraße. Bitte den Radfahrer links auch beachten, nicht nur den rechten, auch den linken. Der wird nämlich immer übersehen. Also, du kannst dir das Video ja bis zu 5-mal anschauen in der Prüfung. Danach gehst du zur Aufgabenstellung und jetzt kommst du nicht mehr zurück zum Video. Deswegen ist es wichtig, dass du das Video am besten 2-mal anschaust und vor allem auch jetzt bei diesem Video gut drauf achtest, weil ich weise dich natürlich auf solche Sachen hin. Auf den schwarzen PKW, auf den Radfahrer rechts, auf den Radfahrer links. Also nicht nur den Radfahrer rechts, sondern auch den Radfahrer von links. Trotz vorhandenen Gehweges auf der rechten Straßenseite fährt eine Person im Rollstuhl auf der Straße. Wie verhalten Sie sich? Ich mache die Person durch Hupen darauf aufmerksam, dass sie sich falsch verhält. Ich überhole mit großem Seitenabstand, weil ich mit Ausweichbewegungen rechnen muss. Ich fahre so lange hinterher, bis ich überholen kann. Ja, also wir hupen natürlich nicht. Alter, was ist denn da los? Jetzt, oder? Genau jetzt. Genau jetzt stehen beide an der Tankstelle. Ich glaube, ich stimme. Und natürlich bleiben wir so lange dahinter, bis wir überholen können. Was müssen Sie beachten, bevor Sie in einen Tunnel einfahren? Auch am Tage in gut beleuchteten Tunneln mit Abblendlicht fahren. Sonnenbrille abnehmen. Nebelscheinwerfer einschalten. Ja, also Tunnel auch am Tag natürlich mit Abblendlicht fahren, nicht damit du besser sehen kannst, sondern um besser gesehen zu werden. Ganz, ganz wichtig. Sonnenbrille abnehmen ist auch richtig, damit deine Augen natürlich besser in der Dunkelheit zurechtkommen. Nebelscheinwerfer, wissen wir, die dürfen wir nur bei Nebel, Regen oder Schneefall einschalten. Wie wirkt sich Müdigkeit beim Fahren aus? Nachlassende Aufmerksamkeit, eingeschränkte Wahrnehmung. Verzögerte Reaktionen. Das klingt alles ganz gut. Du musst ja ein bisschen aufpassen. Nachlassende Aufmerksamkeit würde bedeuten, du bist nicht mehr so aufnahmefähig, also so aufmerksam wie davor. Ja, so 6. Stunde in der Schule, genau das ist damit gemeint. Eingeschränkte Wahrnehmung, also du bekommst außenrum nicht mehr so viel mit, das ist auch richtig. Und verzögerte Reaktion ist auch richtig, also es passiert was und du brauchst jetzt länger zum Reagieren. Wenn du müde bist, würde sich ja auch der Reaktionsweg und damit auch der Anhalteweg verlängern, aber natürlich nicht der Bremsweg. Ein Fußgänger mit einem weißen Stock möchte vor Ihnen die Fahrbahn überqueren. Wie müssen Sie sich verhalten? Ich muss Warnzeichen geben. Ich muss mit gleichbleibender Geschwindigkeit weiterfahren. Ich muss die Geschwindigkeit vermindern und nötigenfalls anhalten.
Also, weißer Stock, Blindenstock anscheinend. Wie müssen wir uns verhalten? Warnzeichen geben, also hupen, haben wir gesagt, das machen wir ja so nur in Gefahrensituationen. Wir werden natürlich die Geschwindigkeit verringern, nötigenfalls anhalten. Wie kann man so laute Motorräder haben? Es ist ja unglaublich. So, jetzt sind sie weg. Jetzt haben sie aufgetankt, jetzt haben sie ihr Zweitaktgemisch noch eingefüllt. Jetzt sind sie weg. Perfekt. Eine Person im Rollstuhl schafft es nach dem Überqueren der Straße nicht, mit dem Rollstuhl den Bordstein zu überwinden, um den Gehweg zu erreichen. Wie verhalten Sie sich? Das ist schon die dritte Frage, was auf so Rollstuhlfahrer abzieht, ne? Oder behinderte Ich Personen. halte und schalte die Warnblinkanlage ein. Das ist richtig, das werden wir tun. Ich hupe und fahre um die Person herum. Ja, wie gesagt, also hupen und vorbeifahren, das werden wir nie Ich tun. steige aus und helfe der Person im Rollstuhl. Das werden wir auch ankreuzen, das ist auch richtig. Was ist denn der Unterschied zur ersten Frage hier? Mit welchem Verhalten muss bei Personen am Ah, ja, Fußgängerüberweg gerechnet okay. werden? Gut, nee, da habe ich mich vertan. So, Frage Nummer 8 sind wir jetzt. Womit müssen Sie rechnen? Ho, ich weiß es. Dass Kinder plötzlich zwischen den Fahrzeugen auftauchen. Dass vor mir Fußgänger auf die Fahrbahn treten. Dass Fußgänger warten werden, bis ich vorbeigefahren bin. Also bei sowas gehen wir natürlich immer vom Schlimmsten aus. 1 und 2 ist richtig. Und wenn wir uns die Straße mal hier etwas genauer ansehen, dann werden wir feststellen, dass das eine Einbahnstraße ist. Ganz, ganz wichtig zu wissen. Woran erkennt man, dass das eine Einbahnstraße ist? Schreib es mal unten in die Kommentare. Videofrage 4 Fehlerpunkte. Von hinten kommt gleich der Rettungswagen. Sehen wir im Innenspiegel. Die Ampel ist rot. Man könnte zum Beispiel jetzt vor den Grünen so ein bisschen rüberziehen, damit der Rettungswagen da gut durchkommt. Somit stehen wir auch immer noch vor der roten Ampel. Also das wäre optimal. Ansonsten schaust du halt einfach, dass du ein bisschen Platz machst, dass der Rettungswagen dann durchfahren kann. Hinter Ihnen fährt ein Rettungswagen mit blauem Blinklicht und Einsatzhorn. Wie verhalten Sie sich? Ich schaffe, ohne andere zu gefährden, sofort freie Bahn. Das klingt doch gut. Ich fordere den Fahrer im Fahrzeug neben mir auf, sofort freie Bahn zu schaffen. Nach dem Umschalten der Ampel auf Grün schaffe ich sofort freie Bahn. Nein, also da ist nur die erste Antwortmöglichkeit richtig. Wo ist das Halten verboten? Auf Einfädelungs- und Ausfädelungsstreifen, vor Ein- und Ausfahrten von Grundstücken, auf markierten Fahrstreifen mit Richtungspfeilen. So, aufpassen, es geht um das Halten. Halten darf man vor Grundstücksein- und Ausfahrten. Du darfst nur nicht parken. Auf Ausfädelungs- und Beschleunigungsstreifen, da ist das Halten und Parken verboten, sowie auf markierten, also diese Pfeile auf der Fahrbahn, ja, wo dir sagen, ja, nur rechts, nur links, geradeaus, da wäre das Halten auch verboten. Sie hören ein Einsatzhorn. Welche Fragen müssen Sie sich in diesem Moment stellen? Warte, die wichtigste, wo ist sie Darf da? das Fahrzeug das Einsatzhorn überhaupt benutzen? Woher kommt das Einsatzfahrzeug? Könnte das Einsatzfahrzeug durch mich behindert werden? Ja, ganz klar. Woher kommt es? Wenn du irgendwas hörst, dass da so ein Einsatzhorn losgeht, dann machst du sofort das Radio leiser, vielleicht sogar die Fenster runter, um abzuchecken, aus welcher Richtung dieses Horn überhaupt kommt. Und dann werden wir natürlich dementsprechend Platz machen, wenn wir das müssen. Welches Verhalten ist richtig? Oh, siehst du Brust oder Rücken, musst du auf die Bremse drücken, so wie wir gerade eben. Und siehst du die Hosennaht, dann hast du freie Fahrt, aber die Hosennaht hat momentan der gelbe. Also der gelbe PKW muss die Kreuzung räumen, das ist richtig. Ich muss mich auf die Weiterfahrt vorbereiten, das ist auch richtig. Ich darf jetzt abbiegen. Nein. Oh, ich sehe gerade, der steht ja mit dem Arm nach oben. Das bedeutet so viel wie gelb. Ja, also er stand momentan so vor uns, dann macht er gelb und als nächstes gibt er vor uns grün. Und dann macht er wieder die Hand hoch, gelb und würde sich dann wieder so vor uns hinstellen, das wäre dann wieder rot. Also gerade eben haben wir rot gehabt sozusagen, jetzt schaltet er gerade um und der gelbe ist ja schon in der Kreuzung drinnen, also deswegen wird der gelbe jetzt erstmal da wegfahren und danach sind wir dran, wenn er sich umgedreht hat. Sie haben sich versehentlich rechts eingeordnet, obwohl Sie nach links abbiegen möchten. Wie dürfen Sie weiterfahren? Ja, das wären jetzt die Richtungspfeile, auf denen man nicht halten darf. Ist, glaube ich,
Verständlich warum, sonst sehen die anderen ja nicht, was da los ist. Wir wollen links abbiegen, ja, das geht jetzt momentan nicht mehr. Wir haben hier die durchgezogene Linie, die darf nicht überfahren werden, das wissen wir ja schon. Und dementsprechend fahren wir einfach geradeaus oder rechts weiter. Also, wie dürfen wir weiterfahren? Wir dürfen geradeaus fahren und wir dürfen nach rechts fahren. Wer hält falsch? Genau, man darf ja nicht auf dem Fußgängerüberweg halten. Man darf, man muss 5 Meter Platz davor einhalten, also der Rote hält falsch. Danach ist es allerdings wieder komplett erlaubt. Also du darfst dich direkt nach dem Fußgängerüberweg zum Halten oder Parken hinstellen. Also der Helle, der Weiße da, der steht okay. Der Gelbe, okay, es ist gelb. Naja, vielleicht ist es auf manchen Monitoren gelb, bei mir ist es weiß. Also der Rote hält falsch und der andere halt nicht. Warum ist die Nutzung von Leichtlaufölen vorteilhaft? Weil diese Öle weniger Reibung im Motor erzeugen. Mhm. Weil diese Öle im Hausmüll entsorgt werden können. Öl bitte niemals in den normalen Müll. Weil diese Öle den Kraftstoffverbrauch verringern. Also die Reibung im Motor verringert sich, damit verringert sich natürlich auch der Kraftstoffverbrauch. 1 und 3. So, die Frage haben wir ja am Anfang gehabt, die haben wir schon beantwortet. Wir dürfen durchfahren, abknickende Vorfahrtstraße. Wir sind auf der abknickenden Vorfahrtstraße. Wir bleiben drauf, wir haben Vorfahrt. Welches Verhalten ist richtig? So, nochmal abknickende Vorfahrtstraße, allerdings verlassen wir diesmal die Vorfahrtstraße und wir würden uns mit dem Motorradfahrer kreuzen. Okay, also, der Gelbe ist ja nicht auf der Vorfahrtstraße, deswegen interessiert uns der Gelbe schon mal gar nicht, aber den Motorradfahrer müssen wir durchfahren lassen. Heißt also, als erstes fährt der Motorradfahrer, dann fahren wir und am Schluss fährt der gelbe Pkw. Ich muss das Motorrad vorbeilassen. Jo. Ich darf vor dem gelben Fahrzeug abbiegen. Jupp. Ich muss das gelbe Fahrzeug durchfahren lassen. Nein, wie gesagt, abknickende Vorfahrtstraße. Man sieht ja auch hier, wie die abknickende Vorfahrtstraße verläuft. Moment, wie verläuft sie? Sie verläuft so. So, sie verläuft so und sagt uns halt immer an, wer warten muss und wer fahren darf. Welches Verhalten ist richtig? Ja, das ist eine besondere Situation. Und zwar, wenn wir mal links in die Straße reinschauen, die wir reinfahren wollen, dann sehen wir, dass da die Müllabfuhr steht. Und die wird wahrscheinlich da auch noch ein bisschen länger stehen. Und von dem her würde es sich anbieten, dass wir dieses Mal auf unsere Vorfahrt vielleicht verzichten. Ich muss die Radfahrerin durchfahren lassen. Ich verzichte auf meine Vorfahrt, um die Kreuzung nicht zu verstopfen. Ich darf vor der Radfahrerin links abbiegen. So, wir werden die Radfahrerin durchfahren lassen und wir werden auf unsere Vorfahrt verzichten. Ja, weil wie gesagt, das bringt in der Situation nichts. Pass auf, gibt 5 Fehlerpunkte, merkt dir diese Frage sehr, sehr gut. Beziehungsweise merken, ja, es wäre schon besser, wenn du sie verstehst, weil dann kannst du natürlich auch alle Vorfahrtsfragen ganz easy beantworten. Welche Fahrzeuge dürfen Sie bei diesem Verkehrszeichen überholen? Pkw. Motorrad mit Beiwagen. Motorrad ohne Beiwagen. So, dieses Verkehrszeichen verbietet, wenn du ein Autofahrer bist, das Überholen mehrspuriger Kraftwagen oder Motorrädern mit Beiwagen. Also wir schauen uns das Bild an, da überholt ein Auto das andere und das ist nicht erlaubt. Aber was dürfte man denn überholen? Vielleicht Motorräder. Ja? Motorräder ohne Beiwagen, die sind ein bisschen schmäler als Autos und deswegen dürfen die hier überholt werden. Also das wäre jetzt so eine Eselsbrücke von mir. Ansonsten gibt es halt neuestens auch ein anderes Verkehrszeichen. Das sieht ein bisschen anders aus und es verbietet natürlich auch das Überholen von Motorrädern. Frage ich mich, warum macht man da kein einheitliches, aber gut. Also, Motorräder darfst du hier überholen, Motorräder mit Beiwagen, die sind breiter, die nicht. Oder Autos darfst du auch nicht überholen. LKWs darfst du auch nicht überholen, also alles, was mehrspurig ist. Worauf weisen diese Verkehrszeichen hin? Auf eine Einbahnstraße von 100 Meter Länge, auf das Verbot der Einfahrt in 100 Meter Entfernung. Auf eine Zollstelle in 100 Meter Entfernung.
Also Verbot der Einfahrt heißt das Verkehrszeichen, drunter mit einem Zusatzzeichen in 100 Metern. Wo müssen Sie zum Parken eine Parkscheibe benutzen? Wo es durch Verkehrszeichen angeordnet ist? An einer defekten Parkuhr? Mhm. Im eingeschränkten Haltverbot? Also, wenn die Parkuhr defekt ist, Parkscheibe raus, immer die Ankunftszeit einstellen. Und die darf natürlich nicht überschritten werden. Wo es durch Verkehrszeichen angeordnet ist. Und dann gibt es dieses blaue Verkehrszeichen mit dieser Parkscheibe drauf. Und wenn das Verkehrszeichen da steht, dann musst du natürlich auch die Parkscheibe ausstellen. Du musst immer darauf achten, dass du diese zulässige Höchstparkdauer nicht überschreitest. Also wenn da steht, Parkscheibe auslegen 2 Stunden, dann darfst du halt maximal 2 Stunden dort parken. Das ist sehr, sehr wichtig. Und danach darfst du nicht auch einfach wiederkommen und die Parkscheibe da 2 Stunden weiter drehen. Das ist verboten und das merken die auch, die dir den Strafzettel dann später geben. So, also 1 und 2 sind hier richtig. Eine Parkuhr ist noch nicht abgelaufen. Wie verhalten Sie sich? Sie dürfen die Restparkzeit nicht ausnutzen. Sie dürfen die Restparkzeit ausnutzen, ohne die Parkuhr erneut zu betätigen. Sie dürfen die Restparkzeit nur ausnutzen, wenn Sie eine Parkscheibe verwenden. Also Parkuhren gibt es eigentlich nicht mehr. Das waren so Geräte, da hast du Münzen eingeschmissen und dann konntest du drehen wie an so einem Kaugummiautomaten. Und dann konntest du da für eine Stunde parken oder sowas. Also, gibt's nicht mehr, du hast einen Parkscheinautomat und da gehst du hin, schmeißt Geld rein, bekommst dein Ticket und so weiter. Das ist gar nicht so einfach, da werde ich auch mal den nächsten paar Videos drüber drehen. Aber richtig ist hier nur die zweite Antwortmöglichkeit. Ah ja. Sie kommen um 10.40 Uhr in einem Bereich an, in dem mit Parkscheibe 2 Stunden lang geparkt werden darf. Welche Uhrzeit müssen Sie auf der Parkscheibe einstellen? Sehr, sehr interessante Frage. Erstmal schauen wir uns die Ankunftszeit an. 10.40 Uhr, wir dürfen ja immer auf die nächste halbe Stunde aufrunden, das heißt auf 11 Uhr. So, jetzt dürfen wir 2 Stunden dort parken, von 11, 12, 1, dann kann es ja nur 1 Uhr, 13 Uhr sein. Sie wollen auf einem Platz mit Parkscheinautomat parken. Was haben Sie zu beachten? Die auf dem Parkschein angegebene Parkzeit nicht überschreiten. Ja. Gültigen Parkschein am Fahrzeug so anbringen, dass er von außen gut lesbar ist. Auf jeden Fall. Ein Parkschein ist immer überflüssig, wenn Sie eine Parkscheibe benutzen. Ja, nee, also, Wenn der Parkscheinautomat kaputt ist, dann musst du sogar dir einen anderen Parkscheinautomaten suchen in der Nähe. Wenn da keiner aufzufinden ist, dann darfst du die Parkscheibe auslegen, aber ansonsten Parkscheinautomat, da musst du eigentlich immer blechen dafür. Also 1 und 2 sind hier richtig. Was kann auf nasser Fahrbahn zu Aquaplaning, Wasserglätte führen? Die Wassermenge, die Geschwindigkeit und die Beschaffenheit deiner Reifen. Also Beschaffenheit der Reifen, Wassermenge, Geschwindigkeit, da kreuzen wir auf jeden Fall alles an. Warum müssen Sie bei starkem Regen die Geschwindigkeit verringern? Weil der Bremsweg länger wird, weil die Sicht schlechter wird, weil Aquaplaning, Wasserglätte auftreten kann. Ja, auch hier alles richtig. Der Bremsweg wird ja länger, bedingt durch dem Wasser haben wir einen längeren Bremsweg. Der Reaktionsweg würde nicht länger werden, weil der Reaktionsweg ja von dir abhängig ist. Aber die Sicht wird natürlich schlechter, bedingt durch dem Wasser. Und Aquaplaning, haben wir ja gesagt, könnte auftreten, wenn es regnet, hohe Geschwindigkeiten. Deswegen alle drei hier richtig. Wo tritt besonders häufig Aquaplaning, Wasserglätte auf? Überall da, wo sich viel Wasser sammelt, also in Spurrillen, in Fahrbahnsenken, an Bahnübergängen eher weniger, weil Bahnübergänge eher etwas höher sind, da kann das Wasser besser abfließen, aber in Spurrillen, also überall da, wo sich halt viel Wasser sammeln kann. Was kann in Kurven zum Schleudern führen? Defekte Stoßdämpfer, zu niedriger oder stark unterschiedlicher Reifendruck, zu geringe Beladung. Also defekte Stoßdämpfer können dafür sorgen, dass dein Auto die ganze Zeit so ins Wanken gerät, gerade in der Kurve, ja.
Zu niedriger oder stark unterschiedlicher Reifendruck. Auf jeden Fall, die Reifen sind das wichtigste Teil an deinem Fahrzeug. Die Reifen, das ist die einzigste Verbindung zwischen dir und der Fahrbahn. Wenn da irgendwas nicht stimmt, dann ist alles scheiße. Ja, du kannst fahren ohne Bremsen, du kannst fahren ohne Motor bergab, du kannst fahren ohne Scheibe, ohne Lenkrad, fährt das Auto auch. Aber ohne Reifen geht gar nichts. Nichts. Sehr, sehr, sehr wichtig. Also, 1 und 2 sind richtig Beladung. Umso weniger Last du mit dir rumschleppst, desto besser. Wie müssen Sie sich verhalten, wenn Ihr Fahrzeug von starkem Seitenwind erfasst wird? Okay, also Wind kommt von der Seite, was tun wir? Stark beschleunigen. Nee. Gegenlenken. Ja, wir lenken ein bisschen gegen den Wind, dann fährt das Auto wieder geradeaus, das ist richtig. Aber ansonsten, Geschwindigkeit herabsetzen. das ist immer gut. Ja, egal was ist, Geschwindigkeit runter, das ist eigentlich immer die richtige Antwortmöglichkeit. So, letzte Frage für heute, eine Videofrage. Gibt drei Fehlerpunkte. Was passiert denn? Ausfahrt, wir wollen raus. Der Rote, der möchte auch raus, ne? Ja, und der hinter uns möchte auch raus. Zwickmühle, blöde Situation. Der drückt dich da jetzt so ein bisschen rüber. Aber ich denke, naja gut, schauen wir uns mal die Frage an. Worauf sollten Sie sich jetzt einstellen? Der rote Geländewagen verlässt die Autobahn. Das Motorrad verlässt die Autobahn. Der rote LKW vor mir bremst wegen eines Staus. Also der Rote verlässt die Autobahn, das Motorrad verlässt die Autobahn. Welches Motorrad? Der Rote vor mir bremst wegen eines Staus. Nee, nee, nee. Also nur eins ist richtig. Was mich jetzt mal interessieren würde, als wir uns das Video gerade eben angeschaut haben, dann war ja für mich sofort klar, als ich gesehen habe, dass der Rote langsamer wird, dass der da rausfahren möchte. War das für euch auch so? Also habt ihr erkannt, als der Rote auf die Bremse gegangen ist, dass der da rausfahren möchte? Schreibt es mal bitte unter dem Video in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr interessieren, ob das klar ist. Weil für mich ist es halt absolut logisch. Ja, das würde mich sehr, sehr interessieren. So, und dann gehen wir die Prüfung mal ab. Schauen wir mal, ob wir sie bestanden haben. Und wenn du Probleme mit der Prüfung hast, Probleme auf die Fragen zu lernen, immer wieder Prüfungssimulationen machst und die einfach nicht bestehst und unendlich viele Fehler hast und die Prüfung schon dreimal gemacht hast, dann schau mal unter dem Video in die Beschreibung, erster Link, der neue Videokurs, Fragenpaket, da sind alle Fragen, die es gibt, die in der Prüfung drankommen können, ganz genau erklärt. Am Ende gibt es noch eine Lernzielkontrolle und jetzt seit kurzem noch ein Bonusvideo mit allen Fragen, die der Prüfer dir am Auto noch stellen kann. Da gehen wir dann gemeinsam raus zum Auto und ich zeige dir, wie man Ölstand richtig kontrolliert, Kühlwasser, Bremsflüssigkeit, die Kennzeichenbeleuchtung, wann muss das Auto das nächste Mal zum TÜV und den ganzen Scheiß. Bestanden, wir haben tatsächlich eine falsch angekreuzt. Was war es denn, die dritte mit der. Sie Was? kommen um 10:40 Uhr in einem Bereich an, in dem mit Parkscheibe 2 Stunden lang geparkt werden darf. Welche Uhrzeit müssen Sie auf der Parkscheibe einstellen? Ja, welche Uhrzeit müssen wir einstellen? Nicht, wie lange dürfen wir parken? Ich glaube, ich habe es vorhin richtig erklärt, aber ja. Falsch angekreuzt, also es ging darum, auf welche Zeit wir die Parkscheibe stellen. Ich habe ja gesagt, wir runden die immer auf die nächste halbe Stunde auf. Das heißt, wenn es jetzt 10:01 Uhr wäre, dürfen wir auf 10:30 Uhr stellen. Bei 10:31 Uhr oder hier in dem Fall 10:40 Uhr, dann auf 11 Uhr. Und wir dürften halt dann in dem Fall 2 Stunden parken. Das wäre dann die 13 Uhr. Und das habe ich. Ja, irgendwie durcheinander gebracht. Ich hoffe, du konntest trotzdem etwas mitnehmen aus dem Video. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonnier den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Stream wieder. Bis dann. Ciao, ciao.